so jetzt fertig. Jetzt hat er das Snowboard auseinandergefräst. Ja, jetzt haben sie es auseinandergesagt. Doch, definitiv. Oh. Schon. Dann musst du ja nicht, dann musst du nach Kür fahren. Ja, also für ihn ist ja das... Oh, wir haben richtigen Ort. Das ist ein Löwe. Das ist ein Löwe. Das ist ein Löwe. Das ist ein Löwe. Das ist Nein, jetzt haben wir noch eine harte Aufgabe. Ich könnte auf den Käse anbreiten, wenn es irgendwie nicht mehr ging. Das ist eigentlich noch gut. Der Käseweg ist ja. Wir haben jetzt auch eine Idee mit. Ja,
das sind alle auf dem Häuschen. Ja. Ah, nein, Häuschen kann ich nicht finden. Ehrlich, das ist ja alles Geld da hinten. Nur die Härte kommen durch. Ich bin Stumpen. Die kommen durch. Warte mal, wenn man es oben in die Kreuz nimmt, hat man aber mehr. Ist es zusammen? Oh, Presse überall. Nein. Wenn man mal berühmt hat, nur kein Interview im Moment. Wir machen jetzt ein Interview noch. Nein, die machen wir dann später. Wir sind so nervös. Machen wir später. Wir sind nervös. Nervös. Oh, Entschuldigung. Ich kann nicht mehr stören. Thank you.
mit dem Ski nicht. Oder? Viel miserabel kann man fahren. Mit dem Ski kann es nicht liegen, das ist ja Top-Material. Ja, wo eine flache Spitze hat. Nur eine Spitze, das geht an der Klutsch an. Das stimmt, ja. Spitzen sind ein bisschen ziemlich. So flach, die Huren, ja. Spitzen, die gehen von oben nicht bringen, die kannst du nicht mehr machen. Ja. Achtung!
Der letzte. Nein, zweitletzte. Weißt du, die Karte nimmt die oben aus. Ja, wenn man mit scharf drin geht. Pass auf, dass der Hell! Ein Schweiz hat die nicht an. Ja, ich auch nicht. Nein. Blöd bin ich nicht. Das ist ein Spur, was du da für machst. Ja, ich will das. Ich will das. Ich will das. Ich bringe nicht mehr drauf. Die Holland-Glühwein, ja. Am Vorabend drauf da. Ja, das ist das. Eben nicht gewöhnt. Das ist gewöhnt morgen, wenn es heisst. Morgen. Die haben eben noch Cheek gewacht. Ja, das macht man schon noch. Cheek gewacht, Daniel. Kein Paparazzi. Prost. Prost. Und was so eins muss ich jetzt auch haben. Ja, ja. Unbedingt. Ja, ja. Nein, nein, das ist nicht. Ich habe mit dem Gut gegangen. Ich Prost. Prost, Prost, Prost. Prost, Prost. Du musst schon mehr begeistert sein. Ah, ich muss etwas trinken. Oh, oh, die Kühe machen Mühe. Die Kühe machen Mühe. Kühe machen Mühe. Mühe mit den Kühen. Mühe mit den Kühen. Viertel ist, glaube ich, nicht so der Hirsch. Der Hirsch. Super, Alain. Schon. Und die Kühe haben gut gewintert auf, sind alle runde, schön runde gekommen. Ja, geben gut Milch. Nur eins ist ein bisschen Gals gekommen auf. Da müssen wir jetzt Metz bestellt haben. Beide. Die geht direkt nach Metz. Schon? Berthe. Wo ist Berthe? Das tun wir jetzt ausmerzen. Ja, oben nachher scheint er so ein bisschen grustig zu sein. Nach ein paar Waldachen war es gut, weil es nicht zu viel gelaufen ist. Und da aussen hure Krampf, das hat geklappt wie ein Satan. Der heutige Tag ist perfekt. Wie immer, jedes Mal selber einen super. Immer lustig, jung und alt. Das finde ich lustig. Hoffentlich wieder in 5 Jahren. Ja, das ist super. Ja, hurenlässig. Aber zum Anfang war es strenger als zum Auflaufen. Es ist ausgeschrieben gewesen, international. So konnte ich mich da melden. Ja, aber sie sah nicht von hier. Geile Sache. Sie sah nicht von hier. Von weit weg, vom ja, Bayern. Du weißt, wo das ist. Bayern. Nein, nicht. Ah, okay. Und nächstes Mal, dann kommen Sie wieder. Ja, das ist auf alle Fälle. Ja, ich muss dann noch Werbung machen. Ja. Genau. Es war ein super Tag, wunderbar. Zum Anfahren nicht super, aber gleich gut. Ja. Perfekt. Gut. Schönes Tag. Also, Tschatschen, was sagst du zum heutigen Tag da? Das war schon sehr gut gewesen, du. Oh, sehr gut. Sag dir, du Aufwachen, was ein Pulver kann. Du. Immer müssen mit den Horen da hinten abkratzen gehen. Dass die Kurve richtig kann mögen können. Herrlich. Ja, beilos. Wieso? Ja, jetzt nur alle 5 Jahre ein Rennen zu fahren, ist einfach zu wenig. Muss ich etwas machen bis zum nächsten Jahr? Das sollte das alle Jahre sein, in dem Fall. Ich glaube, es wäre viel besser. Dann bleibst du im Training und dann kannst du immer gehen. Ich mache mir Sorgen, wenn ich das 100. Rennen will fahren. Dann komme ich dann durch, ja. Wenn es so weitergeht. Ja. Das war ein sehr schöner Anlass. Ein bisschen windig, ein bisschen Sonne.
zwischendrin ein bisschen warten. Das Bierli. Wunderschön, super, toll. Und Bier. Und Bier. Ja, wir sind hier in Salzi, wir kommen von der Hellbache. Wir haben einen tollen Almabzug heute. Wir haben einen Haufen Zuschauer, die uns da begleiten. Den Kühen habe ich ein bisschen Mühe, muss ich ehrlich sagen. Heute, ja, schaut mir zu wenig gut. Meine Käse, die ich gemacht habe, diesen Sommer ist mir gut geraten, muss ich sagen. Es war ein guter Sommer. Die Kühe haben gut Milch gegeben, nebenher können wir nicht klagen. Jetzt Malbabzug, ja. Hier muss ich nachher einen neuen nehmen. Dann muss ich austauschen. Also, der einzige Schwachpunkt ist in meiner Herzeit. Das ist so das Fazit vom heutigen Tag. Das ist ja nicht mehr weit. Wir haben zwar nicht mehr das meiste Material, aber auch nicht kein Holzski. Sehr originelle Anzüge. Dann nehmen wir die ganz modernsten. Ah, gut! Bravo! Ja. Ist das mal besser zufrieden? Bravo! Bravo! Und jetzt noch ein Abfahrer. Den fahren wir nicht nur einmal. Wir fahren den Pöstler. Applaus! Das sind die vom Posten, vom Bull. Und Start.
meinst du zum heutigen Tag? Super, wunderschön. Also muss sagen, der Schnee picobello, also Pulverschnee bis auf den Kort. Also mit diesen alten Holzlatten wirklich wunderschön zu fahren. Das könnte nicht besser. Und mit der Kühe habt ihr mehr gehabt? Ja, sicher später. Ja, es war fantastisch. Die, die ich nicht mehr gesehen habe, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hergekommen seid. Die Strecke war ideal. Es war ein cooler Anlass. Mit auf alles Victor abgemacht, dass wir alle ein Kehrchen verwünschen. Das hat den letzten Tag noch nicht so ausgesehen, aber jetzt ist es glücklich, glaube ich. Leo, was meinst du zum heutigen Tag? Also, es war ja sehr strenger Aufstieg, aber Toppen war schön warm, es hat zwar nach 12 Jahren luften. Und dann sind wir dann nachgefahren und ja, zum Teil haben wir die Tore schon fast nicht gekriegt. Es war huren eng. Mit unseren Ski um diesen engen Kurven um. Aber ist schwierig. Benny, was meinst du? Ja, bin ich halt neben vorbei gefahren. Aber hoffentlich hat sie niemand gesehen. Ach, wo bin ich an der Ziel? Bin ich gefahren? Ja, habe ich gesehen. Ist gut. Ich bin Zeuge. Gesehen, ja. Ist gut. Ganz auf viel, wenn so Klaus kommt. Komm, Klaus. Interview abgeben. Ja, ich habe schon gegeben. Ja, also heute war es super. Heute ist alles aufgegangen. Du, ich konnte hier aufwachen stechen. Die Tore habe ich verwünscht. Ich hatte schon Angst, dass sie sind so eng gesteckt. Aber ich habe das verwünscht wie verrückt. Du hast schlechte Erfahrungen. Aber Schabos hat noch schnellere gehabt. Ja. Ja, nicht viel, also nicht viel. Nicht viel schneller, nein, aber immerhin. Ja. Ein bisschen. Ja, ja. Also es war ein herrlicher Tag, schon beim Aufstieg habe ich gesagt, die nicht mitgekommen sind, die haben heute etwas verpasst. Es war so traumhaft. Und sowieso, wenn ich natürlich aufgehe und durch meine Heime Beile aufgehe, dann bin ich natürlich fast wie im Himmel. Nass und oben das Ding angefangen zu stäubeln, aber mit Beiler macht das nicht aus. Und dann das Rennen war auch herrlich, tiptop angekommen, ohne Umfeld, Skis und auch noch ganz, ja was will man denn noch mehr? Heute war ein super Tag, wie es gelobt hat, aber es ist fantastisch. Ja.